Und ein Part nehme ich direkt noch auf. Es geht direkt weiter. Das Riesenrad dreht sich vor. Frag mich nicht wieso. Ist die Pokémon-Arena? Ja, da gehen wir später rein. Ein Vergnügungspark macht jedem Spaß, ob jung oder alt. Guck mal da, ein Clown. Die Achterbahn fährt mit Karacho, da sprintet jeder Tacho. Okay. So, aber außer der Arena ist hier nichts. Zumindest nichts für uns Relevantes. Das Riesenrad ist ja so toll, ich liebe Riesenräder. Weil ich so brav war, darf ich heute mit denen in den Vergnügungspark. Die Pokémon-Arena von Rayona City ist mit dem Vergnügungspark. Bestimmt warten da ein etwas ganz Verrücktes. So, haben wir mit dir schon gesprochen? Ja. So, das war dieses komische Musiktheater da, genau. Und hier geht's jetzt weiter. Kann ich schon auf die Route? Das frage ich mich jetzt gerade. Bewegung hält fit. Ob du gerade trainierst oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Gib es ein Pokémon und dann starte durch. Ein Machoband. Die Tiefe eines mit dem Machoband ausgestatteten Pokémon sinkt zwar, doch dafür wird es umso stärker. Das Item mag nicht sonderlich leicht einzusetzen sein, aber es ist wie es ist. In Heim der Täuschung auf Route 16 parkt ein Murmobil, wie lange das da wohl schon herumsteht. Anscheinend komme ich tatsächlich schon auf die Route. Kann ich hier irgendwas? Okay, der will kämpfen. Wir müssen uns irgendwie zum hohen Grasdorsch kämpfen. Ein Pokémon, und zwar ein Bantimimi. Schon Level 24, wow, ich muss echt aufpassen. Was kommt denn in der Arena? Level 30er? So, Zauberblatt. Ja, macht gut Schaden, macht gut Schaden. Könnte es nicht mehr ganz reichen mit dem Zauberblatt, weil er jetzt seine Spezialverteidigung erhöht hat, aber, ja, dachte ich mir. Kann jetzt auch Zauberblatt, das juckt mich aber letzten Endes überhaupt nicht. Da ich schneller bin. So, wunderbar. Und Level 22. Okay, ich bin froh, dass die Trainer bisher immer nur so wenig Pokémon haben. Ich mag das gar nicht, wenn die irgendwie 5 Lappen haben. Lieber ein starkes. Und da hinten ist Gras, da hinten ist Gras, da hinten ist Gras. Das wird nur noch bis dahin schaffen. Wenn jetzt in dem Kampf nicht noch jemand wegstirbt und da kommt ein Bikini, dann haben wir endlich mal wieder mehr als 2 Teammitglieder. So, bei Bikini muss ich ein wenig aufpassen. Mit Ruckzuckhieb. Macht auch schon gut Schaden, aber... Oh, das ist natürlich nicht sehr effektiv. Okay, da muss ich wechseln. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich wechsle gleich zu Glurak rüber. Keine Ahnung, was Bikini für ein Typ ist. Außer Ruckzuckhieb scheint er nicht viel zu können. Ruckenflug. Auch nicht sehr effektiv. Da kommen wir mit Einäschern. Jetzt hätte ich mir natürlich meine Beere verbrannt. Das mal mit Rückkehr. Wenn wir mit Ausdauer. Komm. Ja. Durch Ausdauer überlebt, aber macht nichts. Nochmal Rückkehr. Irgendwie ist die Animation von Rückkehr hier total beschissen. In der dritten Generation war die viel geiler. Aber egal, es macht Schaden, von da ist alles gut. Ein Geradax, ja gut, den kann ich natürlich auch wieder Roserate schaffen. Komm, du schaffst es. Nun Geradax. Megasauger. Drum mit Rutenschlag. Ja, hätte mehr Schaden machen können, aber ist egal. Zauberblatt sollte dann auch ausreichen. Mit Kopfnuss. Holy shit. Okay, das Problem ist, er ist schneller als ich und ich will nicht, dass der mich jetzt tötet. Das könnt ihr vergessen, Leute. Glurak, komm. Der hat wieder einen Volltreffer. Wenn ich jetzt weiterkämpfte, der hätte einen Volltreffer gehabt. Hundertprozentig.
Nur Funkenflug. Und down. Okay. Glück. Rate Level 23, sehr schön. Puh. Kann ich ja auch weiter? Ja, kann ich das nicht, aber das sind Stärksteine. Trank. Habe jetzt zum Glück wieder genügend gekauft. So, zu dem Typen gehe ich jetzt mal noch nicht. Wie gesagt, ich will erst ein neues Pokémon. Ja, komm, sei still. Hoffentlich noch was Gutes. Dann haben wir wieder drei Teammitglieder. Das ist ja schon mal was. Und jetzt kommt Leta King. Das Pokémon mit einem unfassbar krassen Angriff. Ein ultimativer Wert. Da gehe ich auch gleich rüber zu Glurak, weil ansonsten. Aber der kann doch Schnarchnase halt nur alle zwei Runden angreifen. Das ist das Problem. Ansonsten wäre Leta King der ultimative Killer. So, jetzt darf er eine Runde lang nicht angreifen. Und kassiert den Funkenflug von mir. So, Schnarchnase. Darf einmal nicht angreifen, wie gesagt. Und nochmal Funkenflug. Wenn er mich hier irgendwie mit was getroffen hätte, Rückkehr oder so, ich wäre... Das ist der Angriff von dem Vieh, ist unmenschlich. Aber der Schnarchnase halt leider nutzlos, das Pokémon. So, und jetzt bin ich gespannt. Ist es was Gescheites? Komm schon. Ja, noch nicht. Gerade noch nicht. Müssen noch kurz warten. Und finde ein Sonderbonbon. Okay. So. Was ist denn da hinten? Was ist da denn? Hier ist ein neues Gebiet. Hier ist der Hain da drüben. Leute, können wir hier gleich noch ein Pokémon fangen. Das ist ja geil. Und es ist ein Omot. Cool. Humble. Wir probieren es direkt mit Bälle werfen. Das ist cool, das ist geil, das nehme ich. Ich hatte in Pokémon Blatt Grün oder war es Feuerrot, weiß ich nicht. Als ich das damals gespielt hat, auch ein Omot, das hat mich nicht enttäuscht, das war super. Bleib drin. Klar, dass es nicht so einfach wird. Da kommt mir mit Konfusion, ich muss ein bisschen aufpassen. Bin ich verwirrt, aber das sollte mir beim Bälle werfen eigentlich keine Probleme bereiten. Komm, bleib drin. Bleib drin. Sehr schön. Drittes Teammitglied, Omot. Wunderbar. Das ist geil. Käfer Gift hat zwar nochmal einen zweiten Gifttypen, aber egal, Omot ist cool. Gerade wenn dem sowas wie Hyperstrahl beibringt oder so, kann der richtig aufräumen. Cool. Was wäre ich für ein Item? Wechselhöhe. Und der kann Superstrahl, das ist schon mal cool. Konfusion, auch geil. Giftpuder, auch cool. Blutsauger, bin ich auch zufrieden. Ja. Blockiert Zusatzeffekte, gegnerische Angriffe, ja perfekt, Puder ab, ja, der auch noch. Das Ding ist ein Killer. Cool. Geil, Leute. Der ist auch direkt das Sonderbonbon von mir rein, weil ja. Da gibt es große Rate. Nee, komm. So, direkt Sonderbonbon rein. Sind die auch mitverwendet? Hier wollte ich schauen, genau. Rückkehr. Ach so, ich sollte eventuell vorher mal schauen. Moment. Der müsste eigentlich einen höheren... Ja, der hat einen höheren Spezialangriff, aber trotzdem ist der normale Angriff gar nicht mal so schlecht. Okay, dann schauen wir mal. Rückkehr, Schaufler. Folterknecht, Raub. Heimzahlung, Blitz, Käfertrotz, das sollst du auf jeden Fall mal machen. Nämlich besser als das, was du jetzt gerade kannst, dieser Käfer-Dingenskirchen. Ja, deutlich besser als Blutsauger. Weg damit.
Sehr schön. Kraftschub, naja, Strauchler, naja, der Trümmerbau jetzt auch nicht unbedingt. Kannst du eventuell, naja, wobei eigentlich, nee. Wir lassen das so, ich bin mit den Attacken eigentlich vollkommen zufrieden. Das sind die Werte von Roserade in meinem Vergleich. Ja, ist auf jeden Fall geil. Das ist die Konfusion oben, oder? Ja, doch. Die Konfusion oben hin, dann das Giftpuder dahin, der Käfer trotz dahin und der Superschall dahin. Okay, wunderbar. Aber was ist Wechselhöhe für ein Item? Das muss ich mir gerade mal irgendwie... Gib mir mal das Item. Ich weiß nicht, was das für ein Item ist, deswegen... Da, Wechselhöhle. Dieser harte Panzer möchte Austausch des Trägers gegen ein wartendes Pokémon. Hä? Moment, das verstehe ich gerade nicht. Ich schaffe das Pokémon auch so auswechseln. Okay, das verstehe ich jetzt gerade eigentlich nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich irgendwas anderes für ihn. Gut, da ich nichts anderes habe, behält sie jetzt erstmal die Wechselhülle. Aber ich verstehe noch nicht ganz, was das Item macht, weil ich meine, da haben wir einen Riesenpilz, den können wir verkaufen. Liegt da hinten noch irgendwas? Dann geht's weiter. Okay, wir entdecken hier ganz neue Gebiete und ich bin froh, dass wir es Omort haben, weil ich meine, ihr seht schon, hier kommt ein Hauptspross. So. Mal dann noch ein bisschen hoch trainieren, die beiden, auch Roserade noch, aber... Komm schon, lass mich einfach raus. Ein Regigigas! Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit, ein Regigigas, Leute. Wer bist denn du? In unserer Welt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Wertvorstellungen. Was die einen verabscheuen kann, für die andere das höchste Glück bedeuten. Gerade diese vielen unterschiedlichen Wertvorstellungen machen meiner Meinung nach den Reichtum unserer Welt aus. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen, um mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber die Frau in diesem Wohnmobil denkt ganz anders drüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stil und Einsamkeit. Okay. Ist nur ein Item versteckt? Okay, gehen wir da mal rein. Hi. Okay, die sagt nichts. Ich kann ja auch nichts finden. Der Ort ist irgendwie suspekt. Komisch. Sie habt ja gesehen, die macht auch nichts. Komisch. Okay, egal, wir gehen zurück. Ja, wir können ja hier auch noch ein Pokémon fangen auf der Route. Auf der lieben Route 16. Und es wird ein, kommt noch irgendwas Geiles. Der Pflanzenstarter dieses Spiels, Serpifol. Das wäre an sich natürlich geil. Aber wir haben halt schon Roserade, damit hätten wir zwei Pflanzen-Pokémon. Egal, ich fange ihn jetzt auf jeden Fall mal. Zwei Pflanzen-Pokémon ist zwar ein bisschen sinnfrei, aber okay, wir nehmen ihn, wir haben ja eh nichts Besseres. Also komm rein da. Junge, jetzt bleib im Ball. Bleib da drin. Sofort. Okay, Serpifol. Interessante Pokémon, die wir jetzt hier gefangen haben. Ja, müssen wir mal schauen. Zeig dir mir mal. So, dann mal kommen ganz hinter. Ich kann die halt gar nicht alle gleichzeitig trainieren. Achtet auf Geräusche, Wesen mild.
Angriff, Spezialangriff, Stärkpflanzenattacke 0. Wickel braucht's nicht. Wachstum. Der Grasmixer ist auf jeden Fall schon mal geil. Ekelsam. Ja, damit kann ich natürlich nicht viel anfangen. Da braucht auf jeden Fall noch eine andere Attacke. Bin ja auf jeden Fall mal Rückkehr bei. Könnte ich allen beibringen, aber bei den anderen bin ich ja mit dem Moveset zufrieden. Bei ihm hier allerdings überhaupt nicht. So, dafür kommt der Wickel raus. Den braucht keine Sau. So, weg damit. Schaufler, kannst du Schaufler erlernen zufällig? Nö, kannst du nicht. Kannst du zufällig Felsgraber lernen? Kannst du nicht. Folterknecht, Raub, kannst du Rauber lernen? Omort könnte Rauber lernen, aber das nützt mir nichts. Heimzahlung, Blitz, Käfertrotz. Kannst du die Käferattacke auch erlernen? Nö, kannst nicht. Kraftschub, der Strauchler und der Zertrümmer. Kannst du Zertrümmer erlernen? Nur damit wir es mit dabei haben. Ja. Schade. Okay. Das ist schade, aber das macht nichts. Jetzt haben wir endlich mal ein Team. Leute, wir haben ein Team, bestehend aus 4 Pokémon. Was sagt ihr dazu? Geil. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir haben noch einen Trainer. Und dann gehen wir beim nächsten Mal noch in die andere... Ja, wobei, da gehen wir später hin. Wir gehen dann zuerst in die Arena, schätze ich mal. Und er kommt mit einem Banett. Okay, ich denke, den wird Roserade auch schaffen, oder? Megasauger. Braucht ein paar KP. So, sehr schön. Und der kommt mir mit Fluch. Okay, das war's für den Kampf aber auch schon. Das hat der Fluch ihm jetzt halt nicht wirklich was gebracht. So, wunderbar. Stärke können wir eh noch nicht einsetzen. Hier ist noch ein Trainer. Also, echt, mir hat noch nicht so viele Pokémon gleichzeitig im Team. Ich bin gerade etwas happy. Nachdem es lange Zeit beschissen aussah, denke ich, jetzt wird es besser. Ich denke wirklich, dass es jetzt mal wieder bergauf geht. So, lass ich den jetzt auch von dir bekämpfen oder wechsle ich jetzt mal? Komm, Omot, probier du mal. Probier's einfach. Ja, jetzt ist natürlich direkt verwirrt, das ist natürlich dumm. Er ist in der Tat ziemlich beschissen eigentlich. Müssen wir mit Superschall. Komm, 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 komm. Ich befürchtet. Aber ich versuche ihn auch zu verwirren. Komm schon, Omot. Reiß dich zusammen. Jetzt kommen wir mit Ekelsam. Komm, 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 komm. Sehr schön. Ah, der kann das gleich. Scheiße. Der kriegt jetzt auch jedes Mal KP von mir. Okay, schafft Omot doch noch nicht. Komm, regel du das, Klorak. Das war jetzt eine etwas dämliche Situation, weil er halt direkt verwirrt wurde. Etwas blöde Situation, aber das macht überhaupt nichts. Dann regelt Klorak das halt kurz, ist ja jetzt auf Level 35. Die anderen beiden kriegen ja trotzdem Erfahrungspunkte. Jetzt kommt ein Voluminas. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall auch bei Klorak. Der ist zu gefährlich für die anderen. Ist viel zu gefährlich für die anderen. Funkenflug. Kommen wir mit Tackle.
Ja, also die Pokémon, die noch zu gefährlich für die anderen sind, die lasse ich dann natürlich auch so. Welche ich wechseln. Ja, die brauchen halt echt noch Training. Dadurch, dass wir jetzt so viele Pokémon haben, kann auch sein, dass ich die Offscreen mal etwas hoch level. Weiß ich aber noch nicht. Ich habe ja gesagt, bei neuen Teammitgliedern kann ich sie an das Level der anderen anpassen. Und klar, Glurak ist jetzt etwas overlevelt, aber so mal drei Level für jeden, dass sie alle so auf Level 25 sind, das wäre schon nicht schlecht. Und hier darf ich noch nicht weiter, das sehe ich schon. Brauche ich gar nicht mit denen reden, da darf ich noch nicht vorbei. Okay, geil, Leute, geil. Viele Pokémon gefangen. Viele coole Pokémon gefangen. Das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Jetzt müsste ich mir sogar die andere TM noch mitkaufen können, die ich wollte. Oder? Theoretisch müsste es gehen. So, wir heilen natürlich erstmal alle. Das war eigentlich einer der besten Parts bisher. Wenn wir endlich gescheit Pokémon haben. So, zeig mal her. Ich habe immer noch nicht genug. Wow. Gut, Leute, dann mache ich hier einen Cut an der Stelle und ich sage danke fürs Zuschauen. Speichern wie immer. Gut, wunderbar. Bis zum nächsten Mal.